Du warst wirklich in der Klapsmühle? Ja. Also, voll so irre? Also, so richtig? Geier? Ja, genau so war's. Wegen Drogen? Ja, auch. Ich darf jedenfalls keine mehr nehmen. Ich wohne ja in Hamburg auch in der Drogen-WG. Also schon die Drogen? Keine Ahnung. Der eine nimmt Drogen und wird irre, der andere nimmt Drogen und wird's nicht. Also nicht die Drogen? Wenn's nach meiner Mutter geht, dann waren's die Drogen. Was hat die denn damit zu tun? Wenn der Sohn verrückt wird und es liegt an den Drogen, dann sind die Drogen schuld. Wenn's aber nicht an den Drogen liegt, dann ist die Mutter schuld. Das weiß doch jeder. So, wer bekommt das steirische Backhändel? Ich. Und das Wiener Backhändel? Ich. Ich sehe das so, wenn du wegen den Drogen irre geworden bist, dann kannst du es ja in Zukunft vermeiden. Wenn sonst wie, ist schon schwieriger. Okay, dann sind es einfach mal die Drogen gewesen. Ja, das wäre praktisch. Ich glaube trotzdem nicht, dass es gut ist, wenn wir jetzt was miteinander anfangen. Ja. Also nein. Jedenfalls nicht klug. Also gut vielleicht, aber nicht klug. Und ich bin im Augenblick mehr so auf klug gepolt.